Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil macht sich für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen stark. Gegenüber der Osnabrücker Zeitung sagte er: In jedem Fall muss der Mobilitätssektor stärker zur CO2-Reduzierung beitragen. Dabei würde ein Tempolimit helfen. Er spricht sich daher für die Einführung von Tempo 130 aus. In der Ampelkoalition ist das Thema umstritten. Während die Grünen immer wieder für die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung plädieren, will die FDP um Verkehrsminister Volker Wissing davon nichts wissen. Jetzt gibt es für die Grünen Unterstützung von der SPD und Stefan Weil. Gleichzeitig kündigte Weil an, sich dieses Jahr von seinem derzeitigen Privatauto, einem 9 Jahre alten VW Golf mit Benzinmotor, trennen zu wollen. Eigentlich wollte ich schon vor Corona auf ein Elektroauto umsteigen, bin aber in der Folge der Pandemie und weiterer Krisen schlicht nicht dazu gekommen. Es ist einer meiner Vorsätze für dieses Jahr. Ich werde mir ein neues Auto kaufen. Und das wird dann ein Elektroauto.